Und für die Aktion Standesamt 2018, hier ist für euch JJ Link! Ja, um ganz genau zu sein, war es eine intersexuelle Person, Vanya. Vanya hat dieses Urteil erzogen und genau, das ist die Kampagne Dritte Option. Ich bin hier für die Aktion Standesamt. Ich erzähle euch gleich mehr. Ihr könnt Flyer mitnehmen. Liegen hier vorne. Liebe Menschen, liebe alle, ich stehe heute hier und ärgere mich darüber, dass das nötig ist. Ich hätte Besseres zu tun. In einem Monat werden wir mit der Aktion Standesamt beantragen, was unser Recht ist, was es aber bisher noch nicht gibt. Ein Geschlechtseintrag, der zu uns passt. Weiblich, männlich, divers oder keiner. Wie das genau funktioniert, steht auf unserer Webseite. Vom 8. bis 12. Oktober ist unsere Aktionswoche. Dafür mache ich Öffentlichkeitsarbeit. Sehr gerne sogar. Auch für unsere CSD-Gruppe, die seit 3 Jahren Asexuelle und Bis beim CSD sichtbar macht. Ich würde gerne mit dem Verband berufstätiger Mütter weiter für die Einführung eines Familiensplittings einsetzen, statt eines überholten Ehegattensplittings. Aber es muss wohl sein, also rede ich heute hierüber. Eine informierte Entscheidung treffen, das kann ich nur, wenn ich weiß, worum es geht und welche Optionen es gibt. Wenn ich weiß, dass es unabhängig von meinem Körper okay ist, mich als Mädchen zu sehen. Oder als Junge. Oder als Person, die beides in sich vereint. Oder als weder noch oder noch ganz anders. Um mich für eine dritte Option entscheiden zu können, muss ich wissen, dass es sie gibt. Um mein Leben freigestalten zu können, muss ich wissen, dass es okay ist, wenn ich meine zwischenmenschlichen Kontakte ohne viel Romantik gestalte. Dass in einer Beziehung sein für viele eine schöne Sache ist, ich aber meine Prioritäten auf andere Dinge im Leben legen darf. Dass nun die Ehe für alle erlaubt ist, aber niemandes Pflicht. Dass mein Körper mir gehört und keine Eltern oder Ärzte das Recht haben, diesen ohne zwingenden Grund und ohne meine Einwilligung an eine Norm anzupassen. Das ist wichtig. Es steht im Koalitionsvertrag und hofft, dass es auch wirklich umgesetzt wird in dieser Legislaturperiode. Das Verbot von Operationen an Säuglingen.